Moin Moin und herzlich Wie geht es euch? willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben die Quest für Meridia erledigt und hätten noch die Quest für Clavicus Vile mit Umbra vor uns. Wo müssten wir dafür hin? Pelztor. Wollen wir dahin schnell reisen oder? Ja, komm, wir können mal zu Fuß gehen. Vielleicht treffen wir noch ein paar Banditen unterwegs, die hoffentlich noch ein Stück Dedra-Rüstung bei sich haben. Wir tragen jetzt aber auch wieder 280 Kilo von 510, die wir tragen können. Daher, mal gucken, so was wir da finden. Ich glaube, mit Kaufen und Verkaufen wird das doch ein bisschen. Naja. So, ein Experte im Umgang mit Hieb- und Stichwaffen kann einen heftigen. Ich möchte einmal was zu Ende lesen. Ist ja schrecklich hier, Sprecht. dass mein PC zu gut dafür ist. Ich finde es nur schade, dass wir kein Pferd mehr haben. Dass der schon wieder. Hallo. Dass die Pferde uns immer wieder drauf gehen. Kommt ein Bandit oder ist er noch tot? Ein Wegelagerer. Banditen. Dremora Langschwert, aber. Das ist. Okay, der Wegelagerer ist noch tot. Warte mal, kann es sein, dass hier unterschieden wird zwischen Daedra und Dremora? Von der Qualität her? Dass wir die. Hatten wir ein Daedra-Schild oder ein Dremora-Schild gehabt? Das ist jetzt die Frage. So, ich werde jetzt auch nicht mehr alles mitnehmen. Nur wenn etwas sich vom Wert her lohnt. Okay, wir sind gerade vergiftet. Also, wie lange dauert das noch? Okay, paar Sekunden. 10. Ne, ist jetzt schon vorbei. Okay. Jetzt ist nur die Frage, ist das wirklich Unterschied hier zwischen Daedra und Dremora hier von Waffen und Rüstung und so weiter? Weil hier steht Daedra. Und das eine Schwert stand die Dremora. Ich bin gerade auch wirklich am Überlegen, so
War das wirklich damals auch ein Dremora Schild, was wir hatten? Denn wenn ja, und die das Dremora Zeug nicht so gut ist wie das Daedra Zeug jetzt, auch wenn Dremoras Daedras sind, dann lohnt es sich ja nicht, hier die Sachen aus den Oblivion-Toren damit zu nehmen. Dann müssen wir die Sachen so irgendwie finden. Damit es was wert ist oder sich lohnt. Da können wir die Oblivion-Tore einen nach dem anderen jetzt eigentlich absuchen. Ich höre euch zu, Bürger. Absuchen, abfarmen und so. Bezwingen. Und schließen und so weiter. So, sie haben Kraft aus der Quelle gewonnen. Dann sammeln wir wirklich gezielt lieber das, wo aktiv, also gezielt dann nach Daedra Sachen statt Dremora. Achso, ich hatte kurz gedacht, der Schild wäre irgendeine Person, die hier wartet. Da haben wir eine Person, die wartet. Ja, warum, was? Hufschmiedehose, Glas Kriegshammer. Nee, nehmen wir nicht mit. Nehmen wir mal jetzt nicht mit. Wer bist du? Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Willkommen in Pelz Tor. Was schlägt euch hierher? Du hast, dädrischen Bogen, Pelz Tor. Wir sind nur ein kleiner Ort, bleiben meist unter uns. Aber hin und wieder ein neues Gesicht zu sehen, ist schon ganz nett. Umbra. Umbra? Ihr müsst mit Iroki dem Breiten sprechen. Ich habe nichts zu Umbra zu sagen. Lebt wohl. Hallo. Hörst du auf, mich anzugucken? Sind das so dädrische Pfeile? Ich speichere einmal. Ebenholzpfeile, er hat viele Pfeile. Eiserner Bogen? Glasbogen? Hä? Das ist lausiger Taschendieb! Damit kommt ihr mir nicht davon. Grüße. Es ist gut, euch zu sehen. Das ist doch was habt ihr zu berichten? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott. Nur zu! Irox? Willkommen in Pelz Tor. Was verschlägt euch hierher? Ich suche nach Umbra. Ja, ich weiß von Umbra, aber ihr seid ein Fremder und ich sage nichts. Geht nur! Was? Jedes kleine bisschen hilft.
Umbra, diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ihr solltet ihn in Pelztor auch nicht verwenden. Bevor ich fortfahre, müssen wir etwas klarstellen. Fragt ihr nach dem Schwert oder nach der Person? Wonach also? Das Schwert? Es ist ein mächtiges Schwert, ohne Zweifel. Pechschwarz. Die Klinge ist unglaublich scharf und angeblich kann sie Seelen stehlen. Ich weiß von mindestens einer Seele, die es genommen hat. Lenvin. Sie war es, die dieses verfluchte Ding gefunden hat. Ich vermute, ihr möchtet nun etwas über diese Person erfahren. Erzählt mir von der Person. Wer Umbra ist? Ich kann euch sagen, wer Umbra einst war. Lenvin. Sie ist mein Lehrling. Besser gesagt, sie war es, bis sie dieses Schwert fand. Hat nie verraten, wo sie es her hatte. Sie tauchte einfach eines Tages damit auf. Sie sagte, es hieße Umbra, aber sie hatte sich verändert. Sie war schon immer gut mit dem Schwert, aber plötzlich suchte sie überall Kämpfe, dürstete nach Blut. Dann nannte sie sich nur noch Umbra, nach dem Schwert. Schließlich heuerte sie bei einigen Söldnern an. Aber das soll vorbei sein. Wir haben sie seit vielen Jahren nicht gesehen. Und wo ist sie jetzt? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Manche sagen, sie haben sie in der Nähe gesehen, bei den Windasell-Ruinen. Vielleicht war aber auch nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Wenn sie in der Nähe ist, war sie zumindest nicht in Pelztor. Sollte sie auch nicht. Ich fürchte, das Mädchen ist längst weg. Wenn ihr sie findet, seid vorsichtig. Sie ist sehr mächtig. Oder zumindest ist ihr Schwert sehr mächtig. Ich an eurer Stelle würde ihr aus dem Weg gehen. Okay. Ich wünsche euch viel Glück. Ich fürchte, ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Bis später. Wiedersehen. Ich möchte ihren Bogen haben. Hallo. Schafaie? Was kann ich sonst für euch tun? Habe ich jetzt eigentlich ein Kopfgeld? Ruhm ist auf 90, okay. Taschendiebstähle 1. Tage in Haft 0. Gestohlene Gegenstände 511. Taschendiebstähle 1. Einbrüche 0. Angriffe 26. Morde 8. Gestohlene Pferd. Wir haben schon 8 Morde begangen? Aber ich sehe jetzt kein Kopfgeld, das ich habe. Pferdebesitz 1, Häusernbesitz 5. Anzahl an Ladeninvestitionen. Wir können Läden investieren. Das müssen wir noch rausfinden, wie. Tag als Vampir 0, gebissene Hälse 0. Erzählte Witze. Hier steht aber auch echt nichts, ob man Werwolf werden kann. Wo müssen wir hin? Windasell. Speicher nochmal. Ah, okay, das hier. Hier ist Umbra. Hier gibt es ein paar Krabben. Aber mehr auch nicht. Ach, da ist er.
Ich brauche dich als Taschenlampe, ja? Also er hat seinen Nutzen. Ey! Wird er von der Ratte hier kaputt gehauen? So. Okay, das ist der einzige Weg. Umbra, wo bist du? So, als wäre sie da hinten irgendwie vielleicht. Ja, die muss hier sein. Da ist sie. Vielleicht einmal kurz speichern. Umbra. Ihr wagt viel, mit mir zu sprechen. Ihr solltet diesen Ort verlassen. Was ist das für... Was ist das für eine coole Rüstung, Umbra? Umbra ist mein Schwert. Und das Schwert ist, was ich bin. Der ich immer sein sollte. Jahrelang habe ich meine Klinge mit Seelen gefüttert. Seelen von Menschen und Elfen. Kriegern und Priestern, Königen und Bettelleuten. Männern, Frauen und Kindern. Alle haben sie für mich geblutet. Sie alle habe ich sterben sehen. Und doch verlangt Umbra nach mehr. Und was mit Pelztor? Hütet euch in meiner Gegenwart, diesen Ort zu erwähnen. Das war in einem anderen Leben, bevor ich zu dem wurde, was ich heute bin. Haben die euch vielleicht geschickt, um mich zu töten? Fürchten sie vielleicht, ich könnte nachts kommen und ihr Dorf niederbrennen? Egal. Ich bin, was ich bin, und ich kenne mein Schicksal. Aber was ist mit euch? Was wollt ihr hier? Meinen Tod? Mein Schwert? Ja, ich stelle euch vor eine Wahl. Bleibt hier und ihr werdet sterben, oder verschwindet und ihr werdet leben. Kommt wieder, wenn ihr euch entschieden habt. Das war's für euch. Vergesst es. Warum gehen wir nicht einfach zum Schrein zurück und sagen Clavicus, dass aus dem Geschäft nichts wird? Weil er wird bestimmt ein wenig ungehalten sein. Ich möchte das Schwert. Und die Rüstung. So, das nehme ich mir mit. Was ist in der Schüssel drin? Knochenmehl. Ach, das ist alles Ebenerz, was die da hat. Ich vermute, ihr habt eure Wahl getroffen. Umbra hungert. Wie lautet eure Entscheidung? Wir kämpfen. So tretet heran. Versucht euer Glück. Ihr werdet Umbras Biss zu spüren bekommen. Warum sollt ihr nicht sterben? Jetzt ist Schluss. Autsch. Erbärmlich. Wir haben sie besiegt. Umbras Ebenerz. Ich nehme das mal mit. Umbras Eck. Und Umbra. Ich habe das Umbra-Schwert geborgen. Ich sage euch, bringt Clavicus nicht dieses Schwert zurück. Es wird ihn verderben, da bin ich sicher. Ich meine, nicht völlig. Er ist immer noch ein Dädra-Prinz und all das.
Seht her, behaltet dieses Schwert, wenn ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Aber gebt es Clavicus nicht zurück. Er weiß manchmal nicht, was gut für ihn ist. So, ich will aber mal die Rüstung vergleichen. So. Die Beinschienen. Hier ist 7. Hier ist 8. Okay, aber Umbras Ebenerzhelm ist 4. Und mein Helm 6. Mann. Aber warte, das Schwert. Umbra. 29 Schaden. Alter, wie cool sieht der denn aus? Wir behalten das Schwert. Was soll ich mit diesem Helm, wenn ich so ein geiles Schwert haben könnte? So tiefschwarz. Das ein bisschen lila leuchtet. Warte mal. Achso, okay, ist ein Einhänder. Ja, super. Lebt mein Verehrer noch? So, wenn wir jetzt zu Clavicus zurückgehen, wo war der genau nochmal? Hier, Clavicus. Wenn wir da nochmal zurückgehen. Ich will das Schwert behalten. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich da... Ob ich dann eine Wahl habe, ihm zu sagen, so, das Schwert behalte ich. Aber Umbra ist tot. Deswegen speichere ich vorher nochmal und würde danach erst, je nachdem, ob wir das Schwert dann automatisch abgeben oder nicht. Wir speichern hier, würde ich eventuell nochmal neu laden. Ihr habt das Schwert mitgebracht. Nun gebt es mir, wie vereinbart. Umbra und ich haben noch eine Rechnung offen. Bringt ihr das Umbra-Schwert zu Clavicus Wieland? Ja oder no? Nein. Was erlaubt ihr euch? Wir hatten eine Abmachung, kleiner Held. Wollt ihr wirklich wegen eines kümmerlichen kleinen Schwertes meinen Zorn riskieren? Ja. Ich werde euch beobachten, Sterblicher. Und warten. Clavicus war nicht erfreut, dass ich beschlossen hatte, ihm das Umbra-Schwert nicht wiederzugeben. Nun denn, es war eine Freude, euch kennenzulernen. Was mich angeht, so muss ich jetzt wieder sein Hund sein. Und was euch betrifft, viel Glück. So sagt man doch, oder? Ich habe schon Schlechtere als euch getroffen. Schlechtere als mich? Okay, ist die Quest dann jetzt... Zählt die jetzt als abgeschlossen? Ja, ich würde sagen, gehen wir dann nochmal zur Magiergilde, zur geheimen Universität. Boah, aber ich freue mich, dass wir gerade das Umbra-Schwert haben. Das komplette, die komplette Umbra-Rüstung und so, werde ich verkaufen wahrscheinlich. Die sind von den Werten her deutlich schlechter als das, was ich habe.
Oder ich lagere die ein, einfach weil wir die dann haben. Alter, das ist so ein riesen Textblock hier. Bräuchte er 30 Klare mehr, meinte er. Hier. Machen wir das einfach mal erstmal. Das Mobiliar fertig kaufen. Für unser Haus. War das hier unser? Ne. Das hier war das, ne? Mein Haus. Wo konnten wir das Mobiliar dafür nochmal kaufen? Was, wenn ich hier jetzt erstmal schlafen gehe? Habt ihr euch schon einen? So, 12 Uhr abends machen wir 8 Stunden. 8 Stunden Schlaf sollte man eigentlich mindestens immer haben. Für seinen Heldenmut am Fallplatz. Ist die Quest jetzt auch... Habe ich die jetzt aktiv geschaltet? Wo angekommen bin, sollte ich mir ein Zieht neues Laden Nordbahn im Handel einige Möbelstücke dafür kaufen. Okay. Nee, nicht hier, da. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Meine Tochter, Dharma, ist verschwunden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Dharma? Die beste Tochter, die sich eine Mutter wünschen könnte. Gutherzig und Freundin aller Menschen. Okay, was ist mit eurer vermissten Tochter? Das stimmt. Meine Tochter Dharma ist nicht aus Dreckhack zurückgekommen. Ich mache mir schreckliche Sorgen, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Könnt ihr mir helfen? Klar, warum nicht? Ich kann euch nicht genug für eure Güte danken. Sie sollte Waren zu Ethira Moslin in Dreckhack liefern. Also würde ich dort auch mit der Suche beginnen. Dreckhack. Für den Fall, dass es wichtig ist. Sie hatte Blossom dabei. Ihr Pferd, meine ich. Dharma liebt dieses Tier über alles und sie würde es nie freiwillig zurücklassen. Dreckhack. Ein ziemlich einsam gelegenes Dorf, südlich von Kuroll. Wir treiben einige Geschäfte mit der Händlerin dort. Kleine Mengen, aber sie zahlt gut. Normalerweise übernehme ich die Lieferung. Aber ich fühlte mich nicht wohl, also bestand Dharma darauf, dieses Mal selbst zu gehen. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Okay, aber ich wollte mit euch handeln. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Erst einmal... An Kurtas Schutzring. Hier, darfst du haben. So, Nierenwurz. Galerion, der Mystische. Die brauchen wir noch. Shadow Tome. Okay, Esszimmer Erweiterung. Ich kaufe mal das hier erstmal. Die Bedienstetenquartiere. Ein hervorragendes Geschäft. Haussitzbereich. Dieses Angebot würde ich nicht jedem... Studierbereich? Esszimmererweiterung? Esszimmerbereich? Suitebereich? Ihr versteht zu handeln. Wanddekoration? Obere Wanddekoration? Untere Wanddekoration? Günstiger bekommt ihr es nirgends. So, fast 20.000 haben wir wieder ausgegeben. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ich habe für mein Haus in Kroll alles gekauft, das Seed Neois im Angebot hatte. Lebt wohl. Gucken wir mal unser Haus jetzt mal an.
das jetzt wohl aussieht? Ach, das sieht... Das sieht schon ein bisschen schnieke aus. So, das hier ist Heimwacht-Suite. Ach, das hier ist mein Zimmer. Ach so. Nicht das da hinten, okay. Das war der Bedienstetenbereich. Heimwacht-Schlafzimmer. Also hier... Und hier kann ich zwei Leute wohnen lassen, rein theoretisch. Aber das hier ist dann... Ist das hier wirklich dann mein Zimmer? Hier Studierbereich? Bronson, Greifzippel. Okay, Wohnungsquest in Dingens hier ist schon mal fertig in Koroll. Habt Mitleid. So, jetzt ist die Frage, wie sieht das jetzt eigentlich mit der Universität aus? Und können wir mit Umbra nicht nur Seelen einfangen, sondern auch Dingens? Hier Geister und so besiegen? Ist das in der Lage, alles kaputt zu hauen? Wenn ja, dann kann ich das Vulkanglasschwert und so verkaufen. Ich finde, es sieht einfach... Umbra sieht einfach richtig cool aus. So, jetzt ist die Frage, kommen hier jetzt noch Banditen oder so? Würde gern Patrick Kragen war. Ich hoffe, der ist in der Lage, wirklich hier auch andere Gegner zu bekämpfen. Also Geister und Untote und sowas. Irrlichter. Da vorne würde gleich eigentlich entweder ein Dieb oder sowas, Weglagerer kommen oder ein Wolf. Oder sowas. Ihr habt eine Seele gefangen. Ja, nice. Na, komm her. Ich will deine Seele. Ihr habt eine Seele gefangen. Gegen die kämpfe ich jetzt erstmal noch nicht. Ich hätte gern jetzt aber einen Banditen oder so. Aua. Und noch eine Seele gefangen. So, Elfenhandschuhe, Elfenstiefel, die nehmen wir mal mit.
Glas Kriegsarzt. Oh, ich mag Umbra. Magie reicht wieder nicht aus. Warte mal, wie viel Mana haben wir? Was? Sind wir mit irgendwas erkrankt? Ach so, wir waren vergiftet oder so. Jetzt aber auch mal irgendwie wieder Geister. Und Banditen, Wegelagerer und sowas, die vielleicht oder menschliche Gegner, die vielleicht mehr Daedritus bei sich rumschleppen. Ihr seid, hi. Ah, mit dem quatsch ich mal nicht. Sobald wir wissen, dass wir mit Umbra hier gegen Geister und sowas kämpfen können, und ihr Lichter, verkaufe ich dann das Ebenerzschwert und, das Vulkanglasschwert, dann brauche ich die beiden nicht mehr. Weil mit Umbra können wir das dann erledigen. So. Ich höre euch. Solange ihr und eure Nachkommen das Amulett der Könige. Ja. Warte mal. Okay, das ist der kürzere Weg zur Uni. Was ist los? So, der Bereich wird geladen. Vielleicht nochmal kurz speichern. Dass das Spiel auch im Fall eines Absturzes zumindest noch weiß, dass wir hier sind. Goblins hier in der Gegend? So. Ich hoffe, er hat jetzt endlich mal eine Quest für uns. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der Geheimen. Ich bin keine Errungenschaft. Was ist? Hallo, Hochma. Hallo? Wie geht es euch heute? Hallo. Hannibal. Im Rat ist wegen der Nachricht über die Anwesenheit von Mani Marco in Cerodil Unruhe ausgebrochen. Der Wurmkönig hat es eindeutig auf die Gilde abgesehen, doch wir haben keine Ahnung wieso. Es wurden keine Forderungen gestellt. Meine gesamte Aufmerksamkeit ist dem Rat gewidmet. Wir müssen den Grund für diesen plötzlichen Angriff herausfinden
und Manimako aufhalten, bevor er uns alle vernichtet. Ich bin nicht in der Lage, mich um eine Sache zu kümmern, die mir zugetragen wurde. Seid ihr dazu bereit, an meiner Stelle zu gehen? Ich kann jetzt gehen. Gut, begebt euch bitte nach Ruma, denn ich habe tagelang nichts mehr von Jean Fasorik gehört, was überhaupt nicht ihre Art ist. Obwohl ich einerseits das Ausbleiben ihrer Nachrichten begrüße, mache ich mir zugleich angesichts der jüngsten Entwicklungen Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Findet heraus, ob es Jean gut geht und lasst es mich wissen, falls sie etwas braucht. Jean Fasorik? Überzeugt euch davon, dass es ihr gut geht, in Ordnung? Es ist nicht ihre Art, so lange den Kontakt zur Universität abzubrechen. Okay, sonst irgendwelche Gerüchte? Ich habe schon manches Mal überlegt, zu den Wegschreinen zu pilgern, aber meine Pflichten halten mich von der langen und gefährlichen Reise ab. Sucht mich auf, sobald ihr mit Jean gesprochen habt. Ja, mach ich. Wie schön, euch zu sehen. Okay, auf nach Bruma. So. Ey, ich freue mich, wenn wir Manimako sehen können, wirklich. Tempel noch vorbei. Boah, ich freue mich schon, wenn wir gar nicht mehr zu springen brauchen. Für Akrobatik. Wenn wir das abgeschlossen haben. Und das endlich auf 100% ist. Dann bewegen wir uns endlich normal hier durch die Welt. Wäre wohl lustig, so wenn man in der echten Welt immer wieder Leute sieht, die so durch die Welt springen. So können wir auch wieder Herstellung skillen. Ich finde aber dieses System mit den Dingens, mit dem, dass man zaubern kann, obwohl man ein Schwert in der Hand hat. Ich finde schade, dass das in Skyrim nicht mehr vorkommt. Hätte ich gerne trotzdem noch irgendwie gehabt. So, wie weit sind wir jetzt eigentlich mit Dingens? Schwertkampf ist schon auf 100%. Das können wir nicht mehr verbessern. Okay. Blocken. Können wir noch einiges verbessern. Schwerrüstung braucht auch nicht mehr so viel. Veränderung, Zerstörung, Illusion, Wiederherstellung. Also das, das und das benutzen wir noch am häufigsten. Die anderen Sachen, also Illusion, Zerstörung, Veränderung, müssen wir uns mal ranhalten. Athletik und Waffenschmied müssen wir noch machen irgendwie. Nahkampf, Alchemie, Beschwörung nutzen wir nicht. Mystik nutzen wir nicht. Setzt Zaubersprüche ein, die Magie absorbieren, reflektieren und zerstreuen. Objekte bewegen, Leben aufspüren und Seelen binden. So, Akrobatik sind wir schon auf 60. Warte, was? Wir sind mit Akrobatik schneller
fortgeschritten als jetzt mit Dings. Ja gut, dann umso schneller kriegen wir Akrobatik voll. Und da können wir uns nur noch aufs Rennen konzentrieren. Mal gucken, was uns hier noch alles angreifen will unterwegs. Ist hier nicht normalerweise ein Irrlicht? Ein Irrlicht. Ja! Okay, Mist. Okay, Umbra ist in der Lage, ihr Lichter zu bekämpfen. Kein Seelenstein ist groß genug dafür, okay. Okay, wir brauchen das Ebenerdschwert dann nicht mehr. Und das Vulkanglasschwert auch nicht mehr. Obwohl, wir wissen jetzt noch nicht, ob es auch gegen Geister ankommt. Gegen Geister und Irrlichter. Nicht Irrlichter, Lichs. Einmal kurz nochmal speichern, weil wir lange nicht mehr gespeichert haben. Und vielleicht mal reparieren. So. Am besten alles reparieren. Vergessen, wie ihr uns vor Ankotars verrückter Magie gerettet habt. Was kann ich für euch tun? Ankotar? Ich sage immer, leben und leben lassen. Es war ein bedauerliches Missgeschick und er half dabei, es wieder in Ordnung zu bringen. Andere im Dorf sind allerdings nicht so versöhnlich. Ich kann es ihm nicht verdenken, dass er für sich allein bleiben will. Okay, sonst irgendwelche Gerüchte? Es sind vor allem unsere natürlichen Grenzen, die uns schützen. Gebirgszüge im Norden und Osten, das offene Meer im Westen und Moore und Regenwald im Süden. Lebt wohl. Okay, aber ich war auch total überrascht, sodass hier jemand unsichtbar einfach ist. Waren die von Anfang an unsichtbar oder... Hatte ich hier schon mal Leute gesehen gehabt? Wenn die von Anfang an unsichtbar waren und ich habe die nicht gesehen, und man sieht die nicht von Anfang an. Ich finde das dann genial gemacht worden, dass man dann irgendwie von selber so ganz zufällig an den... Hey, Herr Bärm, was ist los? Werdet ihr müde? So, kein Seelenstein ist groß genug. So, und dass man dann durch Zufall einfach mal irgendwen dann entdecken muss, der unsichtbar ist.
dass man über den läuft. Oder einfach mal reinmarschiert. Oh, Seele gefappt. Okay, wer will jetzt Stress? Hier. Keine Seele ist groß genug. So, Pfeile, Glas, Pfeile. Der arme Hund eigentlich. Wir müssen jetzt mehr Seelensteine eigentlich sammeln gehen, ne? Mist. Okay, fliegen wir hier erstmal ein bisschen. Bandit. Und da ist noch einer. Warte mal, erstmal gucken. Nee. So, was hat die? Eisenpfeil, Elfenpfeil. Und wir sind vergiftet. Beziehungsweise wird jetzt erstmal dauern, bis die Mana voll wird. Warte mal, was hat der für eine Axt, für einen Hammer? Okay, er hat den High Ground. Okay, Seelensteine, wo sind die? Da. Allgemeine. Geringere. Nochmal geringere. Kleine. ...1600 Punkte würde der geben. Okay, warte, dann lassen wir das mal. So. Ich glaube, ich habe gar keine Seelensteine mehr, um die zu füllen.
Kommt da jetzt noch ein... Nee, da kommt ein Bär. Alter, wie geil. Wie schnell der Braunbär jetzt hinüber geht. Wiederherstellung verbessert, nice. Ein Seelenstein großgenossen. Schade. So, was ist mit ihm? Was kann ich für euch tun? Gerüchte. West Cyrodiil wird Kolovia genannt. Dazu gehört die Goldküste, die Westebene und das Kolovianische Hochland. Auf Wiedersehen. Die Goldküste, die besten. Okay. Das ist alles Klovia. Also im Grunde. Schade, dass man hier nicht wirklich rauszoomen kann. Also. Hier Koroll. Skingrad. Quatsch. Und Anvil. Das ist alles Kolovia. So, und da sind wir jetzt nun endlich in Bruma. Schon ewig her, wo wir hier waren, glaube ich. Guten Abend. Guten Abend. Okay, das wäre gestohlen. Dann lassen wir das mal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxdeus. Und ciao.